So, jetzt ist Jugendhackt Schweiz Schaffhausen für dieses Jahr leider schon fast zu Ende. Wie gesagt, nachher schnell alle Teilnehmer und Mentoren. Hinten bei Baumhaus treffen wir uns, machen noch einen kurzen Abschluss. Aber was passiert mit Jugendhackt oder mit was passiert nach Jugendhackt? Wie kommt man weiter? Was könnte man, was gibt es für Angebote, was gibt es für Möglichkeiten? Und dazu haben wir eine Folie. Wir hören auch gleich auf mit Eigenwerbung. Aber ich möchte noch kurz sagen, es ist natürlich immer schade, wenn Jugendhackt gerade vorbei ist. Man fällt so ein bisschen in ein kleines Loch. Man ist zwar auch müde und wir schlafen auch ganz viel morgen, heute. Morgen natürlich nicht, morgen ist ja Schule. Manche dürfen sich frei nehmen. Aber wir haben heute tatsächlich auch parallel eine Veranstaltung in Hamburg. Dort sind 50 Jugendliche seit Freitag genauso am Arbeiten wie ihr hier. Die haben aber vier Wände um sich herum und ein Dach. Die sind also nicht draußen wie wir hier in einem Camp. Das ist was ganz Besonderes. Die Schweiz ist tatsächlich der einzige Ort, wo wir campen. Die meisten von uns. Und ansonsten wollte ich euch gerne noch die nächsten Termine vorstellen. Wir haben ein nächstes Jugendhackt, wo es auch wieder eine Abschlusspräsentation gibt, eine öffentliche, die wird wahrscheinlich auch gestreamt, live, Ende September. Dort sind leider die Anmeldungen schon geschlossen, aber ihr könnt euch gerne noch für das Berliner Event, ich kenne eine Organisatorin, anmelden. Wir würden uns sehr freuen, euch oben bei uns begrüßen zu können. Die Zugfahrt, das ist geht sehr schnell. Genau, danach haben wir noch einen Termin in Heidelberg, dann sind wir wieder in Linz, da sind wir sehr froh drum. Und danach geht es in Ulm weiter. Für dieses Jahr wird dann die letzte Veranstaltung in Halle sein. Das ist der Hackathon. Das sind die Termine für den Hackathon dieses Jahr noch. Wir haben uns aber auch überlegt, dass wir Jugendhackt auch gerne als ganzjähriges Angebot aufstellen möchten. Da haben wir dieses Jahr das erste Mal zwei Labs gegründet. Das ist einmal der Verstehbahnhof in Fürstenberg, das ist Brandenburg, und einmal ein Jugendhackt-Lab in Ulm, das ist das Verschwörhaus. Dort werden alle zwei Wochen Termine angeboten, wo sich die Jugendlichen in der Community treffen können und weiter basteln können oder neue Sachen und neue Dinge lernen können. Und auch dort sind unsere ehrenamtlichen Mentorinnen dankenswerterweise unterwegs. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, geht auf die Webseite jugendhackt.org. Aber tatsächlich wissen wir, dass es neben uns natürlich auch noch andere gute Initiativen gibt. Dazu möchtest du jetzt noch was sagen. Ja, genau. Deutschland ist immer so weit weg von uns. Mindestens, wenn es nicht ums Einkaufen geht. Nee, also ist tatsächlich so, dass wir auch teilweise Teilnehmer aus Deutschland und also wirklich so von München und weit weg und noch weiter weg hier hatten. Also es ist nicht so, dass wir nicht da ein Austausch stattfinden würde. Aber es gibt natürlich auch schweizerisch oder Sachen in der Schweiz, wo wir da uns vertiefen können. Zwei beziehungsweise drei Sachen, die wir da besonders erwähnen würden, sind die Coder Dojos. Die gibt es unter anderem in Zürich und ich glaube, in Bern war noch was. Wenn ihr zu Coder Dojos was habt, der Jörg ist da mit dabei, ziemlich fett. Genau, aber ihr findet auf der Homepage, dort kann man auch für sich einfach was weiter programmieren, selber was rumtüfteln und genau, das ist die CoderDojos.com. Dann für die mehr hier Raum Schaffhausen und Umgebung, gibt es den Jugendcomputer Club oder Youth Computer Club, den YCC hier in Beringen. Hier im Hackerspace, dort findet ihr mehr über ycc-beringen.ch oder über den für die größeren Jugendhacker unter uns hier, gibt es auch einfach den Hackerspace, da können auch wirklich Erwachsene und Kinder und Kleinkinder kommen. Jeweils am Mittwochabend ist da Open Space, wo man einfach auch seine Projekte weiterbringen kann miteinander und eigentlich ein bisschen was von dem, also wirklich ein bisschen was von dem Feeling, aber ein bisschen was von dem Feeling von Jugendhackt mitbekommen kann, wie es so abgeht in so einem Hackerspace. Genau, das wäre noch das hier für Schweiz und Region. Damit sind wir leider tatsächlich wirklich am Ende dieser Abschlusspräsentation angekommen. Wir danken euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir möchten nochmal den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein Riesenlob und einen Riesendank für eure Beteiligung, eure Geduld und eure Lernbegierde aussprechen. Kommt gut heim, erholt euch und dann sehen wir uns hoffentlich alle bald. Ciao, baba!